Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 631. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben einen Goathorn und wir sind gerade auf Expedition, denn wir sind in der 1.19 endlich und wir suchen ein Mangrovenbiom. Bis jetzt haben wir es nicht gefunden, aber wie gesagt haben wir dieses wunderschöne Goathorn gefunden, wo ich auch sehr glücklich mit bin. Aber ich will trotzdem eine Mangrove oder einen Mangrovensumpf vielmehr finden und das werden wir jetzt hoffentlich heute machen. Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich einfach Locate Biome eingebe. Ich denke nicht, dass es noch lange dauern wird. Und die Performance-Probleme sind scheinbar wieder da. Das ist auf jeden Fall interessant, dann hat es was mit OBS zu tun. Denn, die hatte ich sonst nicht. Weil ich habe heute auch so noch was gemacht in Minecraft. Für ein Video, was demnächst kommt. Und da hatte ich nicht einen einzigen Stotterer. Ich meine, jetzt gerade geht es ja auch wieder, aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Gestern war das ja auch ganz krass. Wieder keine Mangrove. Perfekt. Lieben wir. Ja, also ich weiß nicht, es könnte an der Sodium-Version liegen, es könnte aber auch an OBS liegen, es könnte auch an Minecraft 1.19 generell liegen oder 1.19.1. Ich weiß nicht, ob es in der 1.19 anders gewesen wäre vielleicht, weil da hatte ich nie die Mods, weil wir so lange warten mussten. Und übrigens, dass wir jetzt Sphags haben, hat 12 Euro gekostet. Weil ich halt auch nicht mehr länger warten wollte, weil ich wollte das jetzt auch endlich haben. Es ist halt jetzt ein Jahr lang, bin ich jetzt quasi ein Supporter bei BDCraft. Deswegen ist es ein Euro pro Monat, aber ich hätte halt lieber einen Monat das bezahlt, um das eben runterzuladen und dann wäre gut gewesen. Leider ging es nicht, man kann nur pro Jahr das machen. Macht ja auch für die Sinn, aber ist halt doof. Ist halt auch 12 Euro für ein Texture Pack finde ich jetzt schon nicht so nett, bin ich ehrlich. Vor allem, wenn die 2 Monate zu spät das erst liefern. Wenn die es jetzt an dem Tag gebracht hätten, als die 1.19 rauskam, da hätte ich 12 Euro für ausgegeben. Und wenn man ansonsten 2 Monate warten muss, das fände ich okay, da das wäre mir wert. Aber 2 Monate warten und dafür das Geld ausgeben, finde ich, ist halt schon nicht so die geilste Aktion. Aber ich habe halt auch keinen blassen Schimmer, wie es ist, ein Texture Pack zu machen. Was daran so lange dauert, verstehe ich halt nicht. Deswegen, oh, ein Sparse Jungle. Geil. Mein Lieblingsbiom, wie ihr wisst, wenn ihr die Seed-Videos kennt. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo wir sind. Wir sind ursprünglich mal nach Süden geflogen, jetzt gerade fliegen wir nach Norden. Weil im Süden nur noch Meer war. Also, mit EE. Deswegen habe ich gedacht, ja, was sollen wir da noch ewig lange übers Wasser fliegen, ist ja auch irgendwie doof. Warte mal. Hier dieses Dorf kenne ich, als ob das auch nicht gelöscht wurde. Was soll das denn? Das ist doch super weit weg von zu Hause. Ich habe hier das... Ich habe die Chunks hier geleert. Wir sollten jetzt gleich, kommen wir an der Savanne, an unserem Bauern... Ach, an unserem Bauernhof, sage ich schon. Am Baumhaus an. Sollten wir zumindest. Weil das kleine Stück Dschungel, wo unser Baumhaus drin ist, sollte irgendwann da gleich kommen. Eigentlich, zumindest sah dieses Dorf super danach aus. Warte mal, wir fliegen jetzt nach hier vorne. Landen auf dieser viel zu kleinen Insel. Und dann... Zack. 500 Blöcke, das geht ja sogar. 1500 ist nach da... Und nochmal 1500 ist nach da, also nach da vorne. Das kriegen wir hin. Dann war wirklich fast da, dann hätten wir es sogar fast gefunden. Auch wenn ich gerade ein bisschen lost bin, wo genau wir sind. Aber was soll's. Hab ich an sich alles dabei? Ja. Wir brauchen ja auch eigentlich nicht viel. Wir brauchen ein paar Propagules. Wir brauchen 2 Frösche. Mindestens. Also 2 Froschleich. Scheiße, wir brauchen den Laich. Also entweder müssen wir den finden durch Glück oder wir brauchen Slimes. Keine Ahnung, wie wir jetzt Slimes finden sollen. Hier wurden ein paar Chunks gelöscht, würde ich mal behaupten. Interesting. Okay, wir haben einen Sumpf. Das ist natürlich praktisch für Slimes. Ich glaube, wir sollten mal eben hier bleiben und vielleicht die Nacht überdauern. Gucken, ob hier irgendwas spawnt und die dann mitnehmen, weil Frösche vermehrt man scheinbar mit Slimeblöcken. Warum auch immer.
Kann man hier schon irgendwo erkennen, wo die Mangroven sind? Sind wir. Hä? Wir sind ja komplett dran vorbei. Wow. Es ist viel mehr da drüben noch. Ja, okay. Egal. Wir gucken jetzt trotzdem, ob hier vielleicht irgendwas spawnt. Es ist ja trotzdem praktisch, dass wir es gefunden haben. Da sind Pferde im Wasser. Ich habe absolut keine Ahnung, wo von zu Hause aus gesehen wir sind. Keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich da hinten die ganzen blauen Blumen haben möchte, weil das andere blaue Blumen sind, als die wir zu Hause haben. Das sind nämlich Orchideen. Wenn ich nicht wusste, dass Orchideen so aussehen. Okay, Monster spawnen schon mal. Natürlich nicht jeder Chunk in einem Swamp ist automatisch ein Slime-Chunk. Meine ich. Deswegen müssen wir trotzdem noch ein bisschen Glück haben, dass wir welche finden. Aber wir brauchen halt auch einfach nur einen großen Slime. Das wird mehr als reichen. Und wo wir hier gerade sind, sollte ich eventuell aufhören damit. Und mir ein paar von den Seerosen mitnehmen. Weil für das, was ich mit den Fröschen vorhabe, sind die, glaube ich, von Vorteil. So. Ein Glow-Lichen kann unter Wasser platziert werden. Das wusste ich auch noch nicht. So, nehmen wir ein paar mit. Vielleicht nehme ich hier auch nochmal das Zuckerrohr mit. Wenn wir das natürlich eigentlich auch zu Hause haben. Creeper sind da. Ist zwar grün, aber das falsche Grün. Okay, sehe ich irgendwas von hier oben? Nein, ich sehe ein Pferd auf einem Baum. Als ob ich nicht getroffen habe. Frech. Okay, man kann leider halt auch nicht unbedingt rausfinden, ob ein Chunk ein Slime-Chunk ist. Also man kann die Welt eingeben im Internet und dann sagt das Internet einem, wo die Slime-Chunks sind. Aber bei unserer kaputtgewurstelten, da ist einer Welt mit den ganzen Versionen, ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz möglich. Da ist ein Azaleenbaum. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Viel zu viele für das, was wir vorhaben. Aber einem geschenkten Slime schaue ich in das Maul nicht rein. Und man weiß nie, wofür man die mal braucht. Deswegen. Jesus. Hau ich hier mal ganz kurz ab. Das wird mir gerade zu hektisch. Nein, ich habe gesagt, das wird mir zu hektisch. So, pass auf. Jetzt gibt es Süßes und Saures gleichzeitig. Für mich ist es süß, für euch ist es eher sauer. Bam. Der Sniper springt einfach in den sicheren Tod und überlebt. Zack, zack, zack. Machen die Kleinen einem eigentlich Schaden? Nö, oder? Ich glaube nicht. Die sind auch, glaube ich, gar nicht aggressiv. Sieht zumindest nicht so aus. Okay. Nehmen wir auch noch mit. Weil, keine Ahnung, wo ich die sonst herkriege. Und dann geht es auch direkt weiter. Hier ist ein Azaleenbaum. Der ist natürlich ziemlich praktisch, aber egal. Lol, wir sind direkt da. Fuck. Okay, das ist jetzt anders, als ich vermutet habe, aber egal. Wenn ich hier oben drauf ein Bett platziere, ich kann tatsächlich hier ein Bett platzieren. Geil. Okay, dann gehen wir eben pennen. Dann lassen uns hoffentlich auch die Monster in Ruhe. Ja. Weg. Weg. So. Und dann rein in das neue Biom. Geil. Endlich auch hier. Und jetzt können wir uns auch noch endlich angucken, was denn bitte so lange gedauert haben soll. Nämlich die Texturen. Okay. So sehen also die Mangrovenblätter aus. Hat hier noch so ein paar Clipping-Probleme oder ich weiß den genauen Wortlaut leider nicht mehr. Worauf bin ich jetzt... Achso.
Moss und das sind die Wurzeln. Okay, da ist ein Frosch. Oh, Big. Hallo. Der sieht komisch aus. Der ist voll dunkel. Oh, da ist noch ein Frosch. Pass auf. Zack und zack. Jetzt machen die Baby. Da ist noch ein Frosch. Okay, die haben Baby gemacht. Jetzt bringt das Viech. Da ist noch ein Frosch. Pass auf, wir machen noch mehr. Zack. Und zack. Machen die auch noch Baby. Und dann gehen die ins Wasser und legen da ihre Eier ab. Bisschen eklig klingt, aber ist so. Und wir gönnen uns die Eier. Oh ja. Oh ja. So, die haben auch Baby gemacht. Das heißt, die sollten jetzt beide da ins Wasser gehen und dann können wir uns die sichern. Ich weiß nicht, ob ich dafür... Ah! Hör auf zu buggen. Leg deine Eier ab. Du Keck. Was soll das? Was macht er da? Ja! Wir haben's. Okay. Und... Nein! Hä? Bist du dumm? Bist du dumm? Hä? Wieso ist es jetzt... Ach, man muss warten, bis die aus... Wo ist er denn jetzt? Ach da, ausgeschlüpft sind. Oh Gott. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Oh, da ist noch eins. Okay. Kann man das irgendwie beschleunigen? Das habe ich vergessen. Ich weiß auf jeden Fall, was wir machen können. Und zwar, wenn du die jetzt kaputt machst, dann mache ich dich kaputt. Du kleiner. Ja, ich guck dich an. Hau mal schön ab. Wo kommst du jetzt her? Digga, die machen ja alle, was sie wollen. Aber wir haben hier auch Matt. Den soll ich vielleicht auch mitnehmen. Das Problem ist, ich muss halt abwarten, dass die Dinger schlüpfen. Und ich kann nicht zulassen, dass die abhauen. Bedeutet, ich muss das hier so zubauen. Und dann kann das funktionieren, aber das ist alles gerade schwierig. Jetzt habe ich den Zeugs weggetan. Okay. Wir müssen es nochmal versuchen, eventuell, dass wir noch zwei vermehren. Du hast aber keinen Bock mehr, ne? Hast du? Oh, hallo! Was ist denn mit ihm? Was geht mit dir ab? Seht ihr das? Was passiert hier? Ah, okay, es funktioniert nicht. Ich kann, was ich machen kann, ist, ich kann, hier, Game Mode, Game Rule, Random Tick Speed, 50. Dann sollten die schneller wachsen. Betonung ist auf sollten. Jungs, wenn ihr euch nicht paaren wollt, könnt ihr halt auch gehen, so. Ich brauche euch dann nicht. Ich brauche nur paarungswillige Frösche, das hört sich komisch an. Was wir aber mal eben machen können, ich brauche euch auch nicht. Wir können uns ein paar Propagules holen, weil wir können gerade eh nichts machen. Nein. Hör auf damit. Hör auf damit. Hallo, hör auf damit. Zack. Und... Zack, zwei Stück. Wo sind sie? Da sind sie. Die kommen die ganze Zeit wieder. Was ist denn mit euch? Haut ab! Okay, wir sammeln uns einfach so lange ein bisschen matt. Das ist natürlich auch praktisch, dass wir das ganze Weizen gesammelt haben. Denn mit matt und Weizen macht man Packed Matt. Und Packed Matt ist eigentlich echt ein geiler Baublock. Also zumindest im Default. Ich werde jetzt mich mal überraschen lassen. In der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Wie das hier aussieht. Aber im Default sieht das auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und es geht echt schnell zum Abbauen, was auch Premium ist. Premium. Mit Heute ist auch wieder eine ganz komische Folge, ich merke das schon. So, Muddy Mangrove Roots braucht keine Sau. Hier was passiert? Nee, kann... Wachs mal! Was ist das?
Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen. Es fühlt sich gerade hier auch richtig schwammig irgendwie an, auch meine Maus. Was geht hier ab? Ich weiß nicht, ich bin eigentlich einfach nur froh, dass wir jetzt hier sind und das gefunden haben und endlich die Sachen machen können. Und ich weiß, die Folge ist irgendwie weird, aber die Frösche machen halt echt weirde Sachen. So. Und wie der Mensch halt so ist, erstmal hier die ganze Scheiße abholzen. Ich habe heute übrigens, das kann ich noch ganz kurz erzählen, auch wenn wir schon überziehen, ein sehr interessantes Video von Simon Unge gesehen. Und zwar hat er auf die Longboard-Tour von damals reagiert, beziehungsweise auf das Stern-TV-Video dazu. Da hat er ein paar sehr interessante Sachen so zu YouTube und Geld verdienen auf YouTube erzählt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, das mal zu gucken. Da kriegt ihr nämlich einen guten Einblick, finde ich, was man so an Views heutzutage braucht, um davon leben zu können. Und das gibt einem auch so ein bisschen Hoffnung. Das ist immer noch eine super große Zahl, die man da letztendlich haben muss. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, man braucht Milliarden von Aufrufen pro Monat, sonst kann man es komplett vergessen. Das ist natürlich sehr gut. So, und da die heute nicht mehr wachsen, muss ich mich leider von euch verabschieden. Das ist ein cooles Bild. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo lassen. Dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.